Herzlich willkommen zurück bei Ether One. Mit eurer Hilfe werde ich jetzt wohl einige der Rätsel doch noch lösen können. Denn hier gibt es so ein paar Sachen, die sind ein bisschen tricky. Wir haben sogar einen Bug. Vielen Dank, dass darauf hingewiesen wurde. Und ich werde jetzt erstmal hier anfangen. Hier habe ich schon mal ein Feuer angezündet, eines dieser Öfen. Die hatte ich ganz am Anfang mal irgendwann ausprobiert, da funktionierte nichts. Und jetzt sind mir die wieder gekommen. Ich habe so offscreen so ein bisschen rumgesucht mal. Ich möchte ja nicht immer nur so durch das Spiel laufen und so gar nichts verstehen und hinkriegen. Zumindest habe ich dann festgestellt, ah, guck mal an, hier färben sich diese Bereiche hier plötzlich grün. Das heißt, ich könnte hier auf die nächste Geschwindigkeit gehen. Und wir müssen das Ding hier auf eine bestimmte Geschwindigkeit stellen. Nämlich genau 5 Revolutions per Hour for Optimum Export. Per Hour? Das sind ja jetzt doch dann schon mehr. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt stimmt oder nicht. Was ich jetzt machen werde, ich werde es trotzdem mal auf volle Geschwindigkeit einfach bringen. Und mal gucken, was passiert. Dazu muss ich natürlich den zweiten Ofen auch noch anmachen. So. Es brenne das Feuer. So. Schön zumachen. Ist ja auch gleich heimelig, ne? So, diesen Projektor haben wir noch überhaupt gar nicht zusammengebaut. Und ich hoffe mal, dass wir das jetzt aber ein bisschen hinkriegen. So. Oh. Guck an. Das hat sich gar nicht weiter verfärbt. Das ist ja blöd. Und ich dachte schon. Mal gucken, was hier unten los ist. Hier ist noch nichts, aber da wurde ja auch noch nichts eingeladen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir das auch noch machen müssen, dass da irgendwas eingeladen werden muss. Können wir denn hier irgendwie zum Beispiel die Fässer da hinten irgendwie reinbringen oder reinstellen? Keine Flammen, das ist ja klar. Und mehr kann ich dabei auch nicht machen. Das ist ja merkwürdig. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Feuer hier oben tatsächlich damit zusammenhängt. Ich kann das nämlich auch nicht mehr ausstellen hier. Ich kann das nur anstellen und dann bleibt das so. Also, ich hoffe mal, aha, das ist also eine Stunde anscheinend. Jetzt müsste ich mal zählen. Kriege ich denn hier irgendwo beide gleichzeitig angeguckt? So, der macht jetzt hier sozusagen, warte mal, 1, 2, 21, 22, 3. Also 2 Sekunden braucht der ungefähr für eine Umdrehung. Jetzt mal gucken, wie lange der braucht. Der müsste dann jetzt laut Adabrite 10 Sekunden brauchen. Mal gucken, ob das stimmt. 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21. Naja, der braucht so 4, ne? Also der müsste schon noch ein bisschen schneller werden. Das heißt, wir müssen das hier irgendwie noch schneller kriegen. Aber was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum wird das nicht schneller? Immerhin haben wir jetzt ja oben alle Öfen angestellt. Ob das wieder ein Bug ist? Wenn man einen Bug mal gefunden hat in einem Spiel, dann ist man ja gewillt und geneigt, direkt an den zweiten Bug zu denken. Immerhin haben wir hier diese 2 Rohre. Das sind die einzigen Rohre, die dahin führen. Wenn ich das richtig sehe. Warte mal, hier ist noch ein drittes Rohr. Lass mal kurz gucken. Also, diese 2 Rohre gehen auf jeden Fall zu diesem Bereich hin. Und das sind die 2 Rohre, die auch hier diesen Ofen in irgendeiner Form
befeuern. Allerdings gibt es hier auch noch zwei Rohre und vielleicht können die wiederum die Uhrgeschwindigkeit einstellen. Die Geschwindigkeit der Uhr. So, jetzt wird es allerdings ganz schön kompliziert. Wo ist der? Wo geht denn dieses Rohr lang? Das hört hier einfach auf. Hier auch, da hören sie einfach alle auf, die Rohre. Ah, ob das hier so wirklich der richtige Weg ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht sollte ich das nachher mal ausprobieren. Ach, hier komme ich halt nicht mehr hoch. Richtig. Nun gut, dann wollen wir weitergehen. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Möglichkeit, aber vielleicht ist das ja auch wieder so ein Bug, wie es auch ein Bug gewesen ist in dem anderen Bereich tatsächlich, wo man die Energie nochmal ein- und ausschalten musste, aber das werden wir erst später sehen. Jetzt sind wir schon hier, dann machen wir das auch hier. Ich habe nämlich jetzt nochmal alle möglichen Kombinationen untersucht und versucht herauszufinden. So. Und ich habe gemerkt, was war das jetzt? Receive from Brincliff Mine. Also wir wollen Sachen bekommen, das ist ja klar. Dann habe ich die zwei, also rein theoretisch, ne? A ist Tin, B, also 211. Tin, wenn man hier länger drauf drückt, ist das hier. Das habe ich also schon richtig gemacht immer. Und warum das letztes Mal nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Voila, da sind wir. Und haben, ich nehme mal an, Arsen kann das ja nicht sein, sondern es soll Erz sein. Irgendwelche Erzvorkommen, die da gefördert worden sind. Und hier, guckt euch mal an. Bald haben wir einen neuen Projektor zusammen. Jetzt müssen wir nur noch das hinkriegen mit dieser Klaue, die dann das Erzzeug nimmt und irgendwo reinpackt. So, dann wollen wir mal gucken. Erstmal müssen wir den wieder zurückbringen. So. No. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir das eigentlich reinfüllen? In die 5, in die 6? Oder in die hinteren? In die 4? Ich glaube, keines dieser Dinger bewegt sich irgendwie. Wir werden das jetzt trotzdem einfach mal versuchen. Okay. So, jetzt werden wir mal die 1 versuchen. Machen das einfach systematisch jetzt. Release. Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Man hat was gehört, ne? So, wir nehmen nochmal was auf und dann mache ich das jetzt mal in die 4, damit man auch sieht, was da passiert. So, Achtung, Release. Ha, da passiert ja mal gar nichts. Scheint irgendwie so eine Regel zu sein in diesem Spiel, dass man erstmal was macht und es passiert überhaupt nichts. So. Wir nehmen aber trotzdem einfach immer weiter Erz und füllen das jetzt nacheinander in alle ein einfach. Irgendwann muss es ja mal stimmen. Vielleicht müssen wir auch in alle einfüllen. Wir dürfen nichts vergessen, wie gesagt. So ein bisschen Trockenfutter, was wir da verladen, ne? Hat man so das Gefühl. So, zwei bleiben noch. Wahrscheinlich ist es wieder der letzte. Wenn es überhaupt einer ist. Das ist ja immer die Frage. Irgendwie habe ich noch das Gefühl, dass wir hier vielleicht auch erst nochmal das Zeug anwerfen müssen. Vielleicht müssen wir hier auch nochmal ausschalten und wieder anschalten. Aber die
Dinger da unten bewegen sich trotzdem nicht, leider. So, jetzt haben wir gleich... Ah doch! Hier bewegt sich jetzt einer. Und da auch. Hier auch. Jetzt bewegen sich alle. Aha, musste man also doch wieder einwerfen anscheinend auch. Also das ist so ein bisschen schade. Oh. Jetzt habe ich, glaube ich, das Ding kaputt gemacht eigentlich. So, zurück und aufsammeln. Es fehlt noch der letzte, hier, der hier. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert oder ob ich jetzt tatsächlich alle nochmal machen muss. Release. Es fühlt sich ja also an, als wäre überhaupt nichts passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden jetzt mal die kleinen Uhren hier angucken. Guck mal an, die sind jetzt auf 75... 105. Die Frage, was hier passieren muss. 70. Irgendwo gab es doch so eine Liste hier, ne? Genau. Ore Tramming. Level. Was heißt das jetzt? 3. Haben wir hier jetzt irgendwie Ziffern? Ja, wir haben hier oben 4, 5, 6 zum Beispiel. 6. Level. 420. 6. Jetzt mal gucken, wie das hier ist. Nee, das kann ja nicht sein. Ach, das sind Kilogramm. Ich verstehe. 105 Kilogramm. Kriegen wir denn da jetzt auch irgendwie wieder weniger? Können wir da irgendwas rausnehmen? 104 Kilogramm brauchen wir. Sieht auf jeden Fall so aus. Oder können wir hier irgendwie... Ah, wir können hier was ein... Ups. Wir können hier was eintragen. Warte mal. Das ist Nummer 5. 75 steht hier. Mal gucken. Dammit. Dabei schien das doch so eindeutig. Ich dachte, ich wäre so schlau. Stand hier nochmal. Ah. Müssen wir da vielleicht auch noch was eintragen, ja. Name Captain. Nummer 3, 84. Mal gucken, ob das auch überhaupt stimmt. Welches ist denn die 3? Da drüben ist die 3. Ja, das könnte hinhauen. So. Es ist aber genau bei der 3, steht hier überall so Caution, Caution. Bänder rum. Wer war jetzt auf der 3? Das ist die große Frage. Vor allem die 3 hat überhaupt gar nicht so ein Becken. Das ist doch irgendwie merkwürdig. ...85... ...90. Stimmt das denn? Können wir denn die anderen auch? Ne, die können wir nicht verändern. Wir können nur diese hier verändern. Tja, eventuell hat man das natürlich irgendwo mal gelesen, wer hier der Captain ist. Aber so auswendig wissen tue ich das jetzt auch nicht mehr. Name Captain. Jean, Chris, Jake. Nein. Das wollte ich nicht. So. Jean, Chris, Jake. Employee Number. Wurde die vielleicht da auch mit angegeben? Übrigens, hier habt ihr mir auch geschrieben, dass Marie P., also die, das Büro am Anfang der Karte, tatsächlich ja hier auch die Kombination drauf hat. Da wäre ich irgendwie nicht drauf gekommen, weil hier extra oben drüber steht Locker Codes und nicht, weiß nicht, Room Codes oder so. Aber scheinbar haben wir hier auch, das schreibe ich mir mal mit auf, 2218 für die Marie. Oh, mein Stift funktioniert nicht. Marie 2218. So. Jetzt können wir natürlich gucken, ob irgendeiner dieser Namen funktioniert. John, Oliver, Ben. John, Oliver und Ben. Ich gucke das jetzt einfach mal. Ich versuche das jetzt einfach mal so.
Da brauchen wir sogar. Huch, nein. Die Nachnamen auch. John K. Mal gucken. John.K. Oliver J. Oliver J. Nein, da geht sogar gar nicht mal, weil er nicht, nicht genügend Anzeichen hat. Zeichen hat. Ben B. Auch nicht. Marie P. würde ich jetzt ja fast denken, dass nicht. Peter S. Chris M. Peter S. Der geht schon nicht mehr. Was war das andere jetzt? Ich hab's schon wieder vergessen. Dammit. Chris M. haben wir ja. Jake R. haben wir. Chris R. Ah ne, wir haben Chris M. noch nicht. Chris M. Kann ich auch nicht eingeben. Also es sind maximal 6 Buchstaben. Rich L. und Nick B. Könnten beide sein. Also da wurde gerade noch über Liebe gesprochen und wir haben hier endlich einen der Projektoren wieder fertig. Yeah! Also wie man sieht, spielt die Liebe zu Tom bei unserer Patientin eine extrem große Rolle. Und das kriegen wir auch jedes Mal wieder mit. In vielen Bereichen. Was ist denn jetzt hier gerade los eigentlich? Hört sich fast so an, als würde hier gleich alles in die Luft fliegen. Bitte nicht! So, wir haben einen Projektor wieder, liebe Leute. Jubiliert! Jubiliert! Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich? So fröhlich? Was? Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich? Juhu! Man muss ja auch mal ein bisschen Frohsinn in diese triste Gegend bringen. Immerhin haben wir einen Projektor. So, und wir haben noch viel zu tun. Im Müllmanagement werde ich jetzt mal das machen, was den Bug beseitigt. Nämlich einmal ausschalten. Und wieder anschalten. Und dann sehen wir, yes, wie hier der Fahrstuhl endlich nach oben fährt. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Vielen Dank für diesen Hinweis. Das ist immer sehr, sehr nützlich. Ich muss allerdings auch nochmal... Ja, ich plane ja nicht meinen eigenen Pfad, sondern eher versuche ich deinen Pfad nachzuvollziehen, liebe Jean. Genau, ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, bitte nichts spoilern in den Kommentaren oder so. Also immer darauf Acht geben, maximal Hinweise zu geben. Viele Sachen kriege ich sowieso auch selber raus. Und andere Sachen, oder wenn man das dann irgendwie sehr viel schon verrät, dann ist das irgendwie so ein bisschen blöd für die Leute, die vielleicht miträtseln und das nicht gespielt haben oder so. Also ich weiß, man ist ja immer hingerissen, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat selber, dass man dann sagt, ah, ich möchte unbedingt ihm helfen oder ich möchte das irgendwie den Hinweis, den wichtigen geben. Aber tut das nicht, sondern lehnt euch zurück und schaut mir beim Fällen erstmal zu. Und wenn ich dann irgendwann so aus dem Häuschen bin, dass ich gar nicht mehr weiter weiß, dann könnt ihr natürlich gerne den Retter spielen. So, was haben wir denn hier? Secrets. Health and Safety Mining. Immer schön den Helm aufsetzen. Gilt auch beim Sex, ne? Was haben wir hier noch? Pinwheel Industrial.
nochmal diese Barograph Operation. Irgendwie scheint dieser Barograph doch wichtig zu sein. Aber ich habe ihn noch nicht gefunden, den Barographen. Aber wir kommen jetzt wahrscheinlich endlich ins Büro. Übrigens, hier sehen wir jetzt zwei leuchtende Lichter. Hervorragend. So, das Büro. Da ist der Barograph. Hervorragend. Zack. Das nehmen wir doch direkt mal mit. Das kann ich nicht mitnehmen, weil ich was anderes in der Hand habe. Das lege ich kurz ab. Zack. Der Barograph. So. Jetzt muss ich mir nochmal die... guck mal an, ein neuer Projektor. Und wir haben schon was zusammengebaut. Das muss die Erinnerung gewesen sein, die wir gerade eben gehört haben. Arsenic Shipment. To... Shipped on... So und so ein Tag. Also das müssen wir auch irgendwie noch hinkriegen. Guck mal an. Auch das, glaube ich, haben wir inzwischen schon gefunden. Und, wer will ein Tässchen Tee? Bei diesem düsteren Wetter ist das doch genau das Richtige. 1885 wurde die ganze Fabrik hier erstellt. So, und da haben wir noch einen kleinen Zettel. Den lese ich mal ganz kurz. Hier geht es um Jean, der ja Urlaub haben wollte und dessen Arbeitsmoral anscheinend nicht die beste gewesen ist. Und deshalb wurde er mal hier reinzitiert. Ist übrigens ein relativ schönes Office. Also ich muss sagen, das ist der schönste Raum, den wir bisher in diesem Komplex hier gesehen haben. Beruhigende Klaviermusik. So, jetzt aber zum Barographen. Wollen wir mal des Wetters Bluthochdruck analysieren? Wir gucken uns nochmal das hier an. Also, place the paper on the Barograph. Das kriegen wir gleich hin. Activate the Barograph mit dem Button 2. Dann remove paper only when sequence is completed. Und clear skies come with high pressures. Also wir haben ja kein clear sky, im Gegenteil, wir haben... relativ düsteres Wetter. Und düstere Musik. So. Nummer 1. Nummer 2. Alter Schwede, hier ist aber ein ziemlicher Unterschied. Haben sie aber sehr cool gemacht, muss ich sagen. Das stimmt wohl. So. Und was sagt uns das jetzt? Oh, ich sehe was. Das nehmen wir mal mit. Ich habe so eine Idee. Das sind auf jeden Fall irgendwie so Art Koordinaten hier. Ich bin bloß noch nicht so ganz sicher, wofür das genau wichtig sein wird. Ich dachte jetzt erst für dieses Plakat, was wir da auf der anderen Stelle, an der anderen Seite haben. Aber ich glaube, da sind es doch dann eher Koordinaten von den Türmen, die wir da eingeben müssen. Das passt besser. So, jetzt wollen wir mal gucken. Haben wir denn hier noch ein Rädchen rumliegen? Rädchen? Hatten wir doch, oder? Haben wir das noch gar nicht gefunden? Die sehen irgendwie anders aus, ne? Die sehen irgendwie so rötlich aus. Die passen, glaube ich, nicht da rein. Ich werde es mal kurz versuchen, aber ich glaube nicht, dass das passt. Nee. Wusste ich es doch. Eventuell passen die aber, da müsste ich jetzt auch nochmal gucken, in unseren eigenen Tresor hier. Ja, da passen sie tatsächlich rein. Das ist ja interessant. Wieso... muss ich mich fragen, gibt es in den Erinnerungen von Jean kleine Rädchen, die in unseren Tresor, der hier in diesem Safe Room drin ist, passen? Das will sich mir jetzt nicht so ganz erschließen. Aber dann heißt es, hierfür brauchen wir noch erstmal einen. Und wir müssen natürlich auch das hier irgendwie noch herausfinden.
Das Arsenic Shipment, das stand auch irgendwo mal. Jetzt kann ich mich nur nicht mehr erinnern, wo. Was ich aber machen werde, ist kurz mal noch in unseren Spickroom zu gucken. Hier, guckt mal, wie viel Zeug hier inzwischen steht. Also, Miners, Barograph, die sogar die Barograph-Sachen stehen hier. Borrow the Stamp, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht, das war noch aus dem anderen Bereich. Das auch nicht. Mal gucken, was hier steht, ob hier irgendwas steht. Shipment complete, check with mill management about shipment completion state. Restock miners dry kitchen. Also ich nehme an, dass wir eventuell... Ach, guck mal. Da wäre die Lösung gewesen. Ich weiß allerdings nicht, wo wir das gesehen haben. Und hier die Locker Codes. Okay, also hier haben wir ja wirklich viel Zeug, was ich gar nicht mitbekommen habe, dass das abgespeichert wurde. Hätte es ganz gut gefunden, wenn es immer eine kleine Nachricht gibt. Ach, übrigens jetzt hier, das wurde abgespeichert. Aber vielleicht wird das sogar auch mit Ton gemacht. Und ich habe das aber bisher noch nicht mitbekommen. So, jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwo noch wegen dem Shipment was rausfinden. Have you seen this music box? Die Music Box, die ist auch noch ein großes Mysterium, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Das will ich nicht mitnehmen. Ah, shit. Jetzt habe ich es doch mitgenommen. Egal. So, wo müssen wir denn jetzt nochmal hin? Ich glaube, das war in der Umkleidekabine. In dem Bereich müssen wir nochmal gucken, ob wir da irgendwas über das Shipment finden. Aber es ist ein guter Zeitpunkt... Oh, hier könnten wir auch nochmal gucken. Es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt insgesamt, um Order Shipment Confirmation. Na gut, dann mache ich das doch noch jetzt, diese Folge. Ich wollte nämlich gerade die Folge beenden. Aber gucken wir mal. Delivery to Marston Pharmaceutics, Doc 5, New Jersey, US. Puh, was wir da wohl eingeben müssen, ob dann nur New Jersey passt. Mal gucken. Ich schreibe mir das mal auf alles. Marston Pharmaceutics in Doc 5, New Jersey in den US, beziehungsweise in den USA. So. Arsenic Granuls. Eine Tonne. HS7, HS9, Shipment Insurance, keine. Oh, 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 ob das so gut war, das Ganze nicht zu versichern. Was haben wir hier noch? Shipment to be handled with extreme care as a request of the recipient. Okay, Transporter Company Name gab es nicht. Und wann das verschickt wurde, steht aber auch nicht drin, oder übersehe ich das jetzt hier gerade? HS7 und HS9. Ne, also ein Datum fehlt da noch irgendwie. Das stand nämlich da, dass man das irgendwie eingeben muss, das Datum. Das war's nicht. Birth Announcement. Oh. Hier ist wohl der letzte Eintrag wichtig. Und Oktober 1st, 1944. Ne? Diese Zahl kennen wir auch schon aus der kleinen Bodenplatte mit Heart und Mind. George und Ellen, a beautiful daughter Jean was born on the weight of 5 Lbs und 8 Otz. So, also Jean, wissen wir jetzt, 1944 geboren und zwar am 1. Oktober. Und die Eltern sind George und Ellen. Ich rede deshalb so langsam, weil ich das gerade mitschreibe. Wer weiß, ob wir das nicht nochmal brauchen. Sehr gut, haben wir noch wieder was rausgefunden.
Aber hier steht jetzt kein Datum. Wie dem auch sei, ich werde mal hier die Folge beenden und noch mal ein bisschen aus dem Fenster gucken. Und wir haben immer noch einen rauchenden Schlot. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.